Servus, herzlich willkommen heute bei uns vom CSU-Ortsverband Wackersdorf, bei unserem Johannesfeuer. Das Feuer muss heute leider ausfallen, aber grundsätzlich haben wir heute natürlich auch noch einen Überraschungs-Act geplant von den Wackersdorfer Chromdiven. Was ist der Hintergrund? Das kann man eigentlich relativ einfach sagen. Der Hintergrund soll ein ganz spezieller, kultureller sein, denn fast schon Jahrtausenden, vor Jahrhunderten, war ja unsere Region kulturell bedingt germanisch und keltisch. Und auch dort brannten schon die Feuer zu dieser Jahreszeit, nämlich die sogenannten Sonnwendfeuer oder auch Mitsommerfeuernächte. Und im Mittelalter wurden wir bekanntlich in unserer Region christianisiert, das heißt also die katholische Kirche hat sich kulturell bedingt die Bräuche der Germanen und der Kelten genommen und hat diese dann sanft übergeführt und abgeändert eigentlich. Und somit haben sie das Sonnwendfeuer vom eigentlich geplanten 21.06. auf den 24.06. verschoben. Was machen wir heute? Wir stellen heute als Wackersdorfer Chromdiveln eine Szene dar, die muss leider ohne Feuer stattfinden, aber sie soll symbolisieren, dass der Brauch ursprünglich aus dem Germanisch-Keltischen kommt, in der ja die Chromdiveln, Krampusse schon vorherrschend waren. Das heißt also, dass sie die bösen Geister ausgetrieben haben. Das war ja auch Sinn und Zweck des Sonnenwendfeuers, um die bösen Geister zu vertreiben. Und dann aber, und das wird man relativ leicht erkennen, eine sanfte Übergabe dann an die katholische Kirche. Das sieht man dann in der Szene. Wie gesagt, leider ohne Feuer, aber sehr einfach zu erkennen, was wir heute natürlich dann auch feiern, das sogenannte Johannesfeuer. Und wie Sie gesehen haben, ein paar Fackeln gab es dann doch, ebenso wie den schon obligatorischen Fototermin mit den Darstellern, mit den Masken und den Kindern hinterher.